Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Tavern Brawl. Mit mir Koparius. It's Brawl Time. Ja, und das ist Bernie. Und wie lautet denn der heutige Tavern Brawl, oder der dieswöchige Tavern Dieses Brawl? Mal. Diesmal heißt es. Also diesmal ist es ein besonderer Brawl. Es heißt diesmal Nefarian Join forces with the French to take down Nefarian. Again. Anduin teams up with newcomer Morgul in this new cooperative tavern brawl. Das heißt, wir werden diese Woche mal wieder nicht gegeneinander antreten, also keine Punkte für unsere Liste, sondern wir werden, so wie schon Mechasot, wir zweimal geschlagen haben, dieses Mal mit Anduin und Morgul, dem neuen Schamanen, Murloc, Helden. Helden, den man bekommt, indem man Freunde wirbt und die dann Level 20 erreichen Also im von dem Rank. Gesamtlevel. Nicht Ranked, sondern Gesamtlevel Irgendwas halt. Level. Das Level aller Helden muss 20 betragen. Das heißt, die müssen schon eigentlich gespielt haben im Spiel. Ja, aber du, wenn du den Helden machen, kriegen willst, erstell einfach einen zweiten Account und melde dich mit dem anderen Spiel ein bisschen und dann kriegst du den. Also für alle Leute, die keine Freunde haben, also viele von euch da draußen. Lel. Das war's für diese Information. Jetzt geht's gleich rein in den Brawl. Ich habe ein bisschen Ladder gespielt, hatte eine 13er Winstreak mit einem Yogg-Tempo-Mage und habe mich dann von Okay. Rank 21 bis Rank 13 gekämpft an einem Tag. War sehr erfolgreich. Hier, wenn ihr es schauen wollt, das leckt immer ein bisschen, wenn es lädt. Hier da unten, Recruit a Friend, da ist der Knopf. Ah, nice, ich bin Morgul. Haha. Versus Achso, you're a hero, where is the fair? Genau das wollte ich auch sagen. Genau. Oh nice, Also, Alak, hier der Windlaut, aber wechsel jetzt mal aus. ich Sideshow habe Braun, Bronzebeard und Jessica Trueheart. Nice, Alter, ich kann Fiona Lightbane mit Ancestral Spirit kombinieren. Das ist cool. Weißt du, was denn mit meiner Bane? Wow, also, what the fuck? Ich habe Braun Prosper auf der Hand. Nefarian ist nicht so schwach. 200 Leben und can't be targeted by spells. Nefarian wins if he defeats either of you. Also, Dings da, es ist nämlich so, dass, kennst du die Karte Fiona Lightbane? Fiona Lightbane, Bernie? Ja. Kennst du die Karte Ancestral Spirit? Wenn ich sie sehe, wahrscheinlich, ja. Wow, dann sag nicht ja, wenn du sowas sagen musst. Und zwar ist es so, Ancestral Spirit ist, give mir den Death Rattle. Und dann, wenn ich Fiona Lightbane spiele und dann Ancestral Spirit auf sie spiele, dann kriegt sie nicht nur den Effekt der Zauber, sondern auch noch ein Divine Shield. So. Ich kann noch nichts machen. Ah, ich glaube, ja, du musst quasi mit deiner Hero Power nicht nur dich, sondern später auch mich heilen. Oder solltest es machen, falls du willst, dass wir gewinnen. Ja, ich glaube, wir tryen so lange, bis wir es schaffen, oder? Ja. Ja, finde ich gut. Er ist fair. Measured. Oh. Oh. Okay. Nefarian. Wenn sie auch einen neuen Boss ausdenken können. Yeah, Dark for the Mana Crystal Burn. Immer wieder gerne. Boah, sauber cool von dir, man. Oh god, net dogfish, bro. Autsch. Ja, bitte. Haha. Net the dogfisher.
Ah, sehr schön, jetzt soll ich schauen. Und ein Shadow Fiend. So, was? Unsere Hände wurden getauscht, das ist ja witzig. Oh, ich wollte dir gerade einen Mana-Kristall geben, jetzt kriege ich zwei Mana-Kristalle. Ja. Tja, das ist nicht gut. Hm, was machen wir denn so? Komm, ich spiel den Bob. Kann der dich später heilen. Und wieder gewechselt. Na, das ist gut, dann kriegst du doch den Mana-Kristall. Das ist aber interessant, das finde ich cool. Nice, net Darkfish plus Shadowfiend Combo. Was für ein Tag Team Play hier. Tag Team Combo. Welcome to the Grand Tournament Champion. Ah, sehr schön. Das ist wichtig. So, ich hau jetzt zweimal rein. Natürlich, Pop. Natürlich zerstört er meinen fucking Divine Shield, ey. Naja, das ist immer so das geringere Übel. Na und? Unwürdig. Also muss mal diese Heiltypen zerstört werden hier. Kannst du ja mal beginnen, nicht nur Diener zu spielen, sondern uns zu heilen auch. Du hast jetzt ja die Jessica True Art Fähigkeit. Ach, oder was? Ja. Dann brauchen wir das noch nicht. Is someone injured? Nein. Oder noch der Zombie-Schauer, den würde ich nicht heilen. Ach ja, du kannst ja auch meine Leute heilen und dadurch eine Karte ziehen, ne? Mach lieber den Darkfische. Der heilt sich automatisch, der Stone Skin Gargoyle. Dadurch krieg's auch eine Karte, weil er sich automatisch selbst heilt. So, oder? Nicht so kräftig ausatmen. Das geht auf dein Mikro. Ich hab, ich hab interessante Karten noch, aber die sind jetzt nicht. Es ist bald. Tja, jetzt hab ich eine interessante Hand. Ich schätze mal, wir sind noch gut unterwegs, aber... Well played. Lil. Hey ho, let's go. Enough, Nefarian is immune this turn. Und er hat 5 Angriffe. What the fuck? Aber das. Shaman, the elements obey me. What? Hat er gerade unser Board geklärt? Ja. Er hat Deal 4-6 Damage to all other minions gemacht. Elemental Eruption. Don't push me, he's getting angry. Ja, das ist Nefarian. Wenn du ihn quasi pushst, dann das war ja bei Nefarian so damals bei Blackrock Mountain, wenn man ihn genug Leben abgezogen hat, dann kam man in eine neue Phase und wurde viel stärker. Ja, ich würde deine Face heilen oder so, keine Ahnung. Weil 16 ist schon genug, den brauchst du nicht heilen, den Corrupted Hubert. Oder, naja, da wird eh, wenn er zerstört wird, er eh um 8 Leben deinen Face heilen. Das ist egal. Schau mal. Nefarian macht jetzt auch Schaden. Ja, aber nicht in meiner guten Fuel oder Light Bane. Was ist denn das? At the end of your turn, switch sides.
Okay, das ist krank. Ach Mensch, ich könnte ja Rockbiter Weapon mit dem Crop des Hubert kombinieren, hätte ich das gemacht. Jetzt ist es zu spät. Muhahaha. Who knows what secrets? Nice. Nice, dankeschön. Wisst ihr, ich habe jetzt auch noch einen Muckler Tyrant of the Valley, den könnte ich mir nochmal zwei Bananen geben. Nice. Schöne Kombos. Das Gute ist, die Bananen kann ich auf Viola, kann ich mit Viola kombinieren hier. Ist natürlich perfekt, dass wir zwei Brom-Brom-Split haben. Mhm. Oh, schon wieder der Chile Plante das? Feel the power of the wind. Zweimal FIFA Win für ihn. Nee, leider nicht. Naja, er wird es nicht überleben, wenn wir müssen ihn erstmal heilen oder so. So, jetzt überlebt er es. Ich will, dass Braun überlebt. Ah, wir haben ihn fast da. Sieht gut aus. Natürlich. Was ging down? Mein Totem. Ah, gut, whenever Totem any player. Whenever any player plays a card, gain plus one plus one. Okay, holy shit. Wir sind jetzt schon gut unterwegs. Ja. Wir haben schon mehr als einen Schaden drüber. Das ist. Gibt es diese Karte in echt? Nee, die ist. Natürlich nicht. Der Intrepid. Thank you. Also ich finde immer, Warlocks haben so eine gute Ausdrucksweise. You have been measured unworthy. Achso, die wird Karte wird gepusht für jede Karte, die jeder von uns beiden spielt. Nice talk. Spiel mal schön für die Karten und push die Intrepid Dragon Stalker. Ich habe auch einen Freewheeling Skulker. Halt, at the end of your turn, switch sides. Das ist ja diese interessant, finde. Nice. Was ist diese Runde schon für mich? Nein, ich will gerade Muckler Terrence Away spielen. Gottverdammt.
Was ist das? Dragonscale Warrior. Whenever any player targets this minion with a spell, that player draws a card. Oh, schön. Jetzt habe ich meine Bananen verloren, ey. Das ist nicht gut. Haha, das ist gut. Unworthy. Glorious finale. The true battle begins. Ooh, it's in rage. What? Er war so mein Feld zerstört. Priest, the light serves me now. Restore 30 after the fairy and deal 30 damage to all other minions. What the fuck? Der Vater ist unfair. Ja. Davon zählt er quasi. Also davon lebt er, dass er unfair ist. Herbert, bevor er diese Karte gespielt hat, hat er mein Feld geklärt. Einfach so. Einfach so. Das macht gar keinen Sinn. Er hat sich fucking geheilt. Why won't you die? Now he's really mad. Ey, wieso kannst du die Karten nicht spielen? What the fuck sind das für... Gott. At the start of your turn, this explodes, dealing 9 damage to your hero. It's about to blow. Ach, Gott sei Dank habe ich das hier. Nein, es schläft! What the fuck, es schläft! Moment mal. Oder kann ich das angreifen lassen? Glaub's nicht. Nein. Nein, warum nicht? In the grand tournament, the win or you die. Kill mal bitte meinen, Dankeschön. Mit deinem youthful Brewmaster. Okay, der Fadien ist nicht mehr nett. Natürlich nicht. Wie viel kannst du denn besiegen, bitte? Yes. Ja, natürlich kann man besiegen. Nein, what the fuck? Das ist ja jetzt schon 18 Minuten, ne? Ne. Ich will dir nicht opfern. Oh. Der ist mir zu wichtig. Bitte. So, jetzt überlebt er den nächsten Zug. Was meinst du, wenn er überlebt oder nicht? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, aber okay, doch, könnte gehen. Ja, probier's einfach.
Wie, probieren anzugreifen? Ja. Ich muss nicht probieren, ich muss nur... Ich kann den nächsten Zug heilen und kann ihn mit Bananenhust decken. Dann würde es überleben. Ja, die Frage ist, was bringt uns, wenn er überlebt? Also, was bringt uns das? Er macht mehr Schaden. Na gut. Du bist kurz vorm Sterben, du solltest lieber dich heilen, statt den. Du musst dich selbst heilen. Hast du irgendeine Heilkarte? Nein, habe ich nicht. Okay. Du hast noch 6 Karten in deinem Ding, ey. Ja, jetzt musst du angreifen. Das geht nicht anders. Oh, sehr schön, ich kann deine Hero-Power kopieren. Du hättest die heilen können. Junge, du überlebst das nicht mehr, weißt du das? Ich muss dich heilen. Oh, von dem Traum festzuhalten, dass wir den jetzt halt hochpushen. Aber selbst wenn er kann das überleben. Oh, klötz mich ihn nicht. Die Frage ist, hast du überhaupt noch irgendwas, was ihn pushen kann? Ja. Was denn? Nur noch eine Banane, oder? Ne, ich hab keine Banane mehr gehabt, das dann, was mir 2-2 gibt. Ja, dann warten wir noch. Du musst dich echt selbst heilen, ne? Du bist kurz vorm Verrecken. Gut ist, jetzt kannst du mit ihm angreifen, weil du 16 Life hast. Aber mit ihr nicht. Ja, die ist wichtig. Ach, nice. Shaggins. Ich würde jetzt mit allen ins Face gehen. Nice. Oh, 16 Life. Oh, wir haben keine 8 Karten mehr. Aber oh, ich habe noch alle Kill. Ich habe noch alle Kill. Und wir können beide dich hochheilen die ganze Zeit. Also, das ist gut. Okay, das war's mit dir. Nice. Wolf Ramsey, ey. Du läufst bald aus, ne? Du hast noch 4 Karten. Ja. Immer schön selbst heilen. Das ist der einzige Grund, warum du noch lebst, weißt du, weil wir beide dich die ganze Zeit heilen. Ja, Wolf ist auch gut. Das muss ja das Ziel sein, wir müssen uns heilen. Wir müssen dich gerade heilen. Nice. Win! Unlockiert! Unlockiert der Windlord! Wir haben noch 5 Leben. Wenn irgendwie kannst du diesen Cold-Typen dazu pushen, dann haben wir gewonnen. Ja,
Ein Leben, ey. Wanda. Ah, ich hab nur Winfields, aber das Boy, auf den diesen Zug überlebt, ist ja unwahrscheinlich. Deswegen weiß ich es nicht gerne an ihm. Oder ich kann ihn heilen. Heil ihn mal. Ja, ich heil ihn mal. Aber wir brauchen keinen Winfield für ihn. Nice, wir haben gewonnen. Finish it, Bernhard. Finish it. Ich kann ihn nicht finishen, ich muss ihm die erste Besiegung-Idee rein. What the fuck, wer nicht? No, I'll destroy you! Der hat den Minion noch mitgenommen. Yay, we did it, Bernie. Ich hoffe, dass wir jetzt dafür auch unser Pack bekommen. Natürlich nicht, weil das ja nicht. Ja, weil es so weil das noch nicht so implementiert ist, wie es eigentlich für diese Brawl-Typen eigentlich funktionieren hätte müssen. Ja, das behauptet es jetzt, aber vielleicht haben sie es so geplant, dass es nicht so klappt. Ja, das ist aber mehr sinnvoll für diese Art von Brawl. Aber wow. Das war unser Duell gegen Nefarian. Nochmal. Und zwar, wieso nochmal? Denn Nefarian ist der Endboss von der Solo, von dem zweiten Solo-Adventure Blackrock Mountain. Zufälligerweise habe ich, meine Wenigkeit Koparius, in Begleitung mit Benny das Blackrock Mountain-Projekt schon gespielt. Dort könnt ihr euch den Nefarian-Bosskampf anschauen, wie er damals stattgefunden hat, und auch in Heroic, wie ich in Heroic besiegt habe, mit passendem Deck dazu. Also, ihr könnt bei Blackrock und auch bei den anderen Hearthstone-Solo-Adventures vorbeischauen. Und bei den vorherigen Tavern Brawl Parts und natürlich den zukünftigen. Gerade ja, läuft ja also, One Night in Karazhan. Ja. Also, es gibt genug zu sehen von Hearthstone auf dem Kanal. Von Curse of Naxxramas über Blackrock Mountain, über League of Explorers und jetzt schon One Night in Karazhan. Also, wie immer, danke schön fürs Zuschauen. Meine geliebten Part. Ja, meine geliebten imaginären Zuschauer. Bis dann und ciao.